Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 8. Kaum zu glauben, dass es schon 8 Wochen Vlogs sind. Ganz stylisch eben gerade. Ich habe schon, wie in dem anderen Vlog gesagt, sozusagen, ne, die Blümchen gemacht. Und zwar habe ich ein Kästchen bis jetzt geschafft. Die anderen beiden werde ich gleich machen, sobald ich mein Essen vorbereitet habe. Denn heute, das möchte ich euch zeigen, gibt es Kürbissuppe. Also Hokkaido-Kürbis ist ja jetzt nicht so das Klassische, was man jetzt so essen würde im April. Aber die sahen so gut aus, dass meine Mama einen gekauft hat. Und deswegen dachte ich, mache ich die Suppe jetzt fertig. Die kann man ja dann aufbewahren und immer noch aufwärmen. Und es wird eine Orangen-Kürbissuppe, die hat Sallys Welt, also die liebe Sally hat das immer gemacht. Und die schmeckt so super, super, super gut. Das heißt, wenn ihr auf YouTube Orangen-Kürbissuppe Sally eingibt, dann findet ihr das Rezept direkt und es schmeckt einfach so lecker. Die Schale verarbeite ich persönlich immer mit, weil ganz ehrlich, es ist so ein Aufwand, einen Kürbis zu schälen. Und da sehe ich das echt nicht ein, irgendwie mir noch mehr Aufwand zu machen. Vor allen Dingen, wenn man es lange genug kocht, ist die Schale auch super weich. Und da ist das Ganze dann auch einfach gar kein Problem mehr. Ich bin jetzt im Waschkeller, wie ihr seht, bei meiner Tante. Wir reparieren, was sie wir. Ich darf mir gar keine Credits geben, ja, weil ich kann sowas nicht. Mein Freund kann sowas. Der kann nämlich Waschmaschinen reparieren und ist ein Held, wenn es um alles geht, was um... Wie nennt man das? Dann sagt doch einfach was. Nein, und die Waschmaschine fällt hoffentlich nicht auf ihn. Auf jeden Fall macht er sie eben gerade wieder heile und es geht um Haushaltsgeräte. Ein Held, was Haushaltsgeräte angeht. Ja, das hat er so nebenbei gelernt, ohne eine Ausbildung zu machen, aber er macht es trotzdem sehr, sehr gut. Hallo, heute ist schon Donnerstag. Heute ist schon Donnerstag. Ich habe eben gerade geduscht und Mama hat was Leckeres gekauft. Und zwar hat sie Himbeeren gekauft und noch ein paar andere Sachen. Da sieht man eine Mango, wieder Passionsfrüchte, eine Melone. Keine Ahnung, was für eine Melone das ist, weil, falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich Melonen über alles hasse. Ich habe heute noch ganz, ganz viel gebastelt, deswegen bin ich auch gar nicht so zum Vloggen gekommen, weil ich mich die ganze Zeit auf etwas konzentriert habe. Ich werde euch die Rückseite davon zeigen. Ihr werdet wahrscheinlich noch nicht wissen, was das ist, beziehungsweise eigentlich kann ich euch das zeigen, weil ich glaube, wenn der Vlog online kommt, dann ist das Video auch schon online. Man muss halt auf YouTube momentan immer so ein bisschen aufpassen, wem man was erzählt, weil sonst landen die Ideen in einem anderen Video, wo man sich dann denkt, ja, geil. Das nächste Mal sage ich einfach nichts mehr dazu. Es geht auf jeden Fall um Kerzen. Und zwar habe ich Bilou Duftkerzen gemacht. Das riecht echt richtig nach Bilou. Und es riecht sogar leicht, wenn man sie anzündet. Also nicht so, dass sie dann extrem riecht, aber was ich auch ganz angenehm finde, weil ich glaube, wenn man diesen Bilou-Duft wirklich in den ganzen Raum hätte, wäre es ein bisschen too much. Aber die riecht ganz leicht. Und ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich habe die nicht nur in dieser losen Sternform, sondern habe die auch noch in so ein Kerzenglas reingemacht. Hier sieht man das, klar. Man sieht, dass der Schaum auf jeden Fall hier drin ist. Fokussierst du? Das ist doof an dieser Kamera, die braucht so ewig lange zum Fokussieren. Ah, jetzt. Man sieht, dass der Schaum hier drin ist und dass das natürlich nicht so wirklich sich auflöst. Aber es funktioniert trotzdem ganz gut, deswegen wollte ich euch das zeigen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Video ankommen wird am Sonntag dann. Was hoffentlich dann mit Luisa zusammen ist, wenn sie es zeitlich noch schafft. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Denn sie wird coole Slime-Dinger testen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon oft versucht, Slime herzustellen, so aus Spaß. Und bei mir hat es einfach nie funktioniert. Deswegen bin ich umso gespannt auf ihr Video, mit was für Zutaten sie das alles ausprobiert und ob es dann geklappt hat oder nicht. Hallo, heute ist schon Freitagmorgen und ich bin hier eben gerade im Auto und bin im Waldstück und wollte eigentlich mein Lookbook weiterdrehen, weil ich habe hier an sich erst 2 Outfits, wo ich aber auch nochmal gucken muss, was für Aufnahmen ich jetzt verwenden kann und ob ich wirklich einfach von jeder Detailaufnahme auch irgendwas verwenden kann, sodass ich ein gesamtes Outfit irgendwie darstellen kann in meinem Lookbook. Und das muss ich mir nochmal angucken und dann wollte ich hier eben gerade für mein anderes Lookbook drehen. Ich zeige euch gleich so ein bisschen, wie es hier aussieht. Und das Problem ist einfach, es ist Morgensonne. Wie ihr seht, hat man schon Probleme, wenn man irgendwie im Auto sitzt oder so, was ich jetzt nicht bei meinem Lookbook eigentlich tue, dass dieser Sonnenunterschied, also dieser Lichtunterschied so krass ist. Und genau das gleiche passiert halt draußen auch. Man wirft mega viele Schatten, die einfach echt nicht so schön aussehen. Und Sonnenaufgang ist einfach absolut nicht gut genug dafür, wenn dann der Sonnenuntergang. Sorry, ich musste vorhin kurz den Vlog kurz mal so abbrechen, als ich vorhin noch im Wald war, weil da waren, also in sich stört es mich nicht, wenn mich irgendwelche Leute beim Vloggen irgendwie beobachten, zumindest nicht so sehr, aber wenn dann so alte Männer irgendwie dastehen, dann denke ich mir so,
Muss jetzt auch nicht sein. Auf jeden Fall habt ihr ja vorhin schon mitbekommen, dass ich meinen Dreh abgebrochen habe, weil ich super unzufrieden war mit dem Licht und ich wusste, die Aufnahmen wären halt so, okay, ich hätte Aufnahmen und ich bin halt schon dort, aber ich könnte es auch irgendwie hochladen, aber es genügt halt meinen Qualitätsansprüchen nicht. Klar, viele würden jetzt sagen, okay, so geil ist deine Qualität der Videos auch nicht, aber ich würde halt gerne einfach mehr Zeit investieren, weil wenn ich wenig Zeit habe, dann ist die Qualität halt dementsprechend schlechter. Und wenn ich mehr Zeit habe, kann ich halt auch auf so Sachen achten wie Licht und dass ich mal die Farben ein bisschen, dass die halt ein bisschen passen. Dann kann ich die Kameraeinstellungen ein bisschen ändern. Dann kann ich später auch im Bearbeitungsprogramm einfach mehr machen und habe mehr Spielraum, bin einfach überzeugter. Was mich halt einfach stört, ist, dass ich so viel alleine bin und ich hätte so gerne jemanden zum Drehen, aber das sage ich ja oft genug, ne? Ich habe eben meine Haare geglättet, heute mal wieder, so nach langer Zeit. Habe eben gerade auch schon ein Video gedreht und zwar zu den Duftkerzen, die ich ja schon gezeigt hatte. Und ja, da habe ich das eben gerade hier gedreht und bin sehr gespannt, wie das Video am Sonntag online kommt. Ich hoffe, Luisa schafft es, weil dann wird es eine Kooperation. Ich habe auf jeden Fall zwei Varianten gedreht, um sicher zu gehen. Dann stelle ich sie auch nicht unter Druck und wenn sie dann Zeit hat, klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es auch nicht so schlimm. Dann macht man es einfach nochmal ein anderes Mal. Aber das Video muss halt auf jeden Fall Sonntag online, weil es sozusagen, wir müssen halt einmal die Woche sozusagen ein Video hochladen. Was heißt müssen? Wir müssen nicht. Aber es ist gut wegen dem YouTube-Algorithmus, weil man sonst rausgekickt wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Algorithmus, der rankt einen dann schlechter, weil er denkt, oh, der User lädt halt nicht so oft Videos hoch. Und das will ich persönlich nicht, weil momentan läuft es so gut auf dem Hauptkanal. Ich habe so viel Spaß an Videos drehen und es soll nicht daran scheitern, weil das Video ist ja da, ne? Und jetzt muss ich nur noch die Kerze dann später im Close-Up drehen und so ein bisschen schön fürs Intro und so. Und das werde ich dann später noch machen. Oder sollte ich auch geschminkt sein? Egal, ich gehe jetzt erstmal einkaufen, weil ich habe Hunger. Ich habe nämlich eigentlich noch gar nichts heute gegessen und schon fast 4 Uhr. Ich vergesse es einfach, wenn ich so alleine bin und so viel mache. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, ich gehe jetzt einkaufen und mache mir was Leckeres, Gutes zu essen und nehme mir die Zeit dafür. Hallo, ich melde mich mal wieder. Oh, der Flair sieht ganz anders aus, wenn man mal mit einer Sonnenbrille ist. Das ist so wieder, boah, es wird hot und man sieht es auch daran, dass ich glänze. Ist mir aber egal. Auf jeden Fall bin ich eben gerade, ich bin gefahren von Frankfurt. Oh, ich suche meine Wasserflasche. Von Frankfurt, was heißt Frankfurt? Also ich bin von zu Hause, von der Nähe aus Frankfurt, bin ich sozusagen hergefahren, 2 Stunden nach Bonn. Ich war nämlich noch kurz an meinem alten Praktikumsplatz. Ich habe ja, für die Leute, die es gar nicht wissen, ich habe ein halbes Jahr Praktikum hier in Bonn gemacht, bei der Telekom. Und ich mag die Telekom sehr gerne, muss ich sagen. Und schreibe jetzt auch noch in Kooperation mit der Telekom meine Bachelorarbeit. Und ich kriege die Wasserflasche nicht auf mit einer Hand. Und ohne Mist, ich hatte hier vorhin einen Mega-Unfall. Kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich mir meinen Nagel mega angerissen. Ich zeige es euch nicht ohne Pflaster, weil ohne Mist, ihr werdet umfallen. Der Riss ist einfach mittendrin hier, da in der Mitte. Es hat geblutet wie Sau. Und egal. Bin jetzt trotzdem erst mal hergefahren. Ich werde jetzt 2 Stunden wieder zurückfahren. Das heißt, ich verbringe heute einfach gnadenlos 4 Stunden im Auto. Spaß! Richtig Spaß. Jetzt werde ich angerufen. Jetzt gehe ich erstmal ans Telefon. Ich war eben gerade noch schnell beim Rewe, bevor ich jetzt auf die Autobahn fahre. Und zwar habe ich mir erstmal eine Cola gekauft, weil ich Lust auf Cola hatte. Und noch was Süßes, damit die Fahrt einfach schneller umgeht. Ja. Nein, ich gönne mir das nicht, sondern ich lasse es mir jetzt richtig schmecken. Denn man muss sich nicht immer irgendwelche Sachen gönnen. Denn wir können auch einfach mal mit Genuss etwas essen. So lautet meine Devise. Also, mit Genuss essen. Das Wetter ist heute richtig, richtig schön und wir waren heute im Biergarten und haben dort ganz viele Frauen gesehen, die hier frei rumlaufen in dem Biergarten, wo wir ab und zu sind. Und sind die Frauen. Frauen, eine Frau, Mama, keine Frau. Und jetzt fahren wir wieder zurück und passiert eigentlich sonst nichts mehr. Aber so am Sonntag, wir sind auch nicht Fahrrad gefahren, ganz schlecht, wir sind heute Auto gefahren. Haben wir schon ein schlechtes Gewissen. Ich melde mich mal wieder zu meinem Blog und ich sehe heute mal wieder echt nicht so bumbe aus. Meine Haut ist irgendwie total ausgebrochen wieder. Heute ist Dienstag. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Vlog zu überspringen, beziehungsweise den Vlog bis zum Freitag zu machen, weil am Freitag fliege ich ja nach Uruguay und dann dachte ich, dann fange ich da den nächsten Vlog an. Das ist ein guter Übergang und passt irgendwie ganz kurz hier rein. Jetzt haben wir eben gerade Abend. Das Wetter heute war wirklich an sich ganz schön. Ich habe auch viel an der Bachelorarbeit geschrieben die letzten Tage, deswegen habe ich mich jetzt hier mit der Kamera eigentlich nicht wirklich gemeldet. Und wir kochen eben gerade Kaiserschmarrn, Blumenkohlsuppe
und mache ein paar Sandwiches dazu. So eine bunte Mischung irgendwie aus allem. Ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist. Kaiserschmarrn ist so einer der Speisen, die ich wirklich drauf habe. Sowas kann ich machen. Aber nee, Kaiserschmarrn, das ist so einer der wenigen Sachen, wo ich sage, die kommen wirklich gut raus. Und eigentlich, so habe ich euch, glaube ich, in diesem Vlog sogar gezeigt, dass ich die Kürbis-Orangensuppe gemacht habe. Und ohne mir ist diese Kürbis-Orangensuppe. Das ist von Sallys Tortenwelt, das Rezept. Wenn ihr Orangen mögt und Kürbis, probiert es aus. Das ist so lecker. Es schmeckt so gut. Meine Mutter war auch einfach so überzeugt davon und so glücklich, dass ich das gekocht habe. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Jetzt werde ich erstmal weiter kochen. Ansonsten haben wir jetzt erstmal kein Essen. Das wäre natürlich nicht so gut. Guten Morgen, Theodor. Willst du etwas zu diesem Thema sagen? Wir führen jetzt ein Interview. No? Mojito, willst du was sagen? Auch nicht. Nein, ich will auch nichts. Na, hör auf. Zeig, damit willst du nicht deine coolen Schuhe kurz präsentieren? Nein, die sind cool, ja. Sind die meine cool? Ersten Sneakers in meinem Leben. Deine ersten Sneakers, ja. Irgendwann wie neu die noch aussehen. Hattest du die schon mal draußen an? Ja, aber nur wenn schönes Wetter ist, wenn es trocken ist. Und auch nur von der Haustür zum Auto, habe ich recht. Von der Haustür zum Auto. Ja, guck mal, dreh mir mal ganz kurz runter. Man sieht nicht mal die Lauffalte richtig. Genau. Hier leicht, aber ganz leicht. Ja. Also könnt ihr euch ausrechnen, die drückt schon gelaufen wurde. Auf. Ja. Nach dem Anziehen. Hast du solche innen drin Stinger zum Stecken, damit so das danach schön aussieht? Ich will nicht, dass du das sieht so schön aus. Ja, man muss noch ein bisschen liegen. Man muss jeden Tag genießen. YOLO. YOLO. Guten Morgen, heute ist Donnerstag. Heute werden noch letzte Besorgungen getätigt. Ich komme nicht in Schuhe rein. Letzte Besorgung getätigt für Uruguay und ein bisschen in die Stadt gegangen bei dem schönen Wetter, obwohl man eigentlich 10.000 andere Sachen zu tun hätte. Ich komme nicht in diesen Schuh rein. Wir waren also vorhin kurz in der Stadt. Mein Freund ist jetzt schon wieder zu sich nach Hause. Oh Gott, sehe ich halt blass aus. Meine Haut ist einfach so schlimm geworden die letzten Tage. Ich glaube, es liegt einfach am Stress. Immer wenn ich Stress habe, äußert sich das extremst an meiner Haut. Und zwar, was wollte ich jetzt mal genau? Ich wollte meinen Kram zusammenpacken. Ich habe zum Glück das Mikrofon ausgemacht. Ich dachte, ich tue jetzt schon wieder. Hier sieht es momentan aus. Es ist einfach, liegt einfach daran, weil ich momentan alles zusammensuche, was ich so mitnehmen kann. Und es ist meistens so, wenn ich nach Uruguay fliege, fliege ich mit zwei Koffern hin und komme mit einem zurück und der ist noch nicht mal voll. Wie ihr seht, ich nehme nicht viele Klamotten mit, sondern wirklich einfach viele Sachen, die ich verschenke dann. Und genau, deswegen sollte ich jetzt packen, weil ich fliege morgen. Heute ist Donnerstag, jetzt ist eben gerade 3:30. Ich habe gleich noch ein Experteninterview für meine Bachelorarbeit, was ich durchführen werde, was super cool ist, weil wenn ich das habe, habe ich fast alle meine Materialien zusammen und kann dann durchschreiben. Das ist so extremst cool, weil ich einfach so viel Zeitpuffer habe und wenn ich jetzt so weiterarbeite wie momentan, dann habe ich locker 2 Wochen, um das dann korrigiert zu bekommen, drucken zu lassen und nochmal Änderungen zu machen. Also puh, ich bin glücklich, dass ich, obwohl ich mir so viel Zeit gelassen habe, trotzdessen immer noch mit meinem Puffer, mit meinem gerechneten Puffer ziemlich gut hinkomme. Deswegen muss ich das jetzt alles noch machen. Der Koffer steht hier ja schon. Und deswegen werde ich jetzt erstmal meine Klamotten zusammensuchen. Ich habe mich eben gerade noch geschminkt und wir haben, wie schon gesagt, ganz viele Sachen noch gekauft. Vor allen Dingen sehr viel Schokolade, gute deutsche Schokolade, weil die Schokolade in Südamerika, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Südamerika wart. Falls ihr schon dort wart, dann wisst ihr, dass die Schokolade absolut nicht gut ist, sondern seltenerweise vielleicht 1-2 Sachen ganz gut sind, was Schokolade angeht. Aber die Schokolade hier in Deutschland ist im Vergleich dazu halt einfach immer gut, egal von welcher Marke, egal was. Deswegen haben wir vor allen Dingen ganz viel Süßkram und das Ganze werde ich dann gleich noch einpacken. Ich werde jetzt den Vlog aber auch hier beenden, damit ich das dann zusammenschneiden kann und euch dann noch hochladen kann, bevor ich wegfliege. Und genau, damit ihr das noch was zu sehen bekommt. Genau, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog und bei meinem nächsten Vlog werde ich dann schon im Kofferpackstress sein und nach Uruguay fliegen. Achso, und tschüss.